Amen. Amen. This is another day that the Lord has made. Heute ist nochmal ein Sünder, ein neuer Tag, das der Gott gemacht hat. We will rejoice. Wir werden Freude haben. God, Paul said in his word, while he was in prison, he said, rejoice in the Lord. Again, I say it, rejoice. Der Paul hat gesagt, als noch im Gefängnis war, sei froh, mit Gott zu sein. It's a decision to rejoice in the Lord. Es ist eine Entscheidung, Freude zu haben. Amen, it's a decision. Das ist eine Entscheidung. Even decision to be in his house today. Und das ist ja auch eine Entscheidung, hier zu sein heute. It's so good to choose, you choose to be here. Und ihr habt das entschieden, hier zu sein. Because it's the will of our God that we congregate as a body of Christ. Denn das ist ein Will Gottes, dass wir als ein Leib Christi zusammen sein. We strengthen one another when we are together. Wir bekräftigen aneinander, wenn wir sind. And I do believe that we are a team. Und ich glaube daran, dass wir ein Team sind. A team means together everyone achieves more. Und das heißt, wenn wir zusammen sind, wir werden mehr erreichen. Amen. Amen. We will be more stronger when we are a team. Wir werden mehr Kraft haben. When we are united as a body of Christ, God commands his blessings. Wenn wir einig sind als Leib Christi, dieser Segen von Gott kommt. Not only now, but forevermore. Nicht nur jetzt, sondern für immer. Amen. Amen. That's why we always work out to please the Lord and work together. Deshalb wir arbeiten, Gott zu gefallen, also zusammen. In that way, we glorify him. Und in diesem Wege, wir werden ihn verherrlichen. Amen. Amen. So once again, we want to welcome you in Living Hope International Church. Ich möchte euch nochmal alles herzlich willkommen heißen in Lebendiger Hoffnung Internationale Gemeinde. We have a living hope. Wir haben eine lebendige Hoffnung. That's why we don't give up, because we have him. Deshalb wir geben nicht auf, denn wir haben Gott. Jesus is Lord in our lives. Jesus ist Herr in unserem Leben. Jesus is Lord in our families. Jesus ist der Herr in unserer Familie. And Jesus is Lord in this ministry. Und Jesus ist der Herr in diesem Dienst. Because of that, we will never be shaken. Denn durch den wir werden nicht bewegen. We will stand. Wir werden stehen. We will stand still and see the manifestation of his miracle in this ministry. Wir werden still stehen und wir werden diese Wunder hier sehen. You know what? The personal relation, a personal faith that we have in Jesus. Diese persönliche Glaube, persönlicher Glaube von Jesus. Is powerful. Es ist mächtig. It can move mountains. Er kann Berge versetzen. Not only mountain that we have mountains. Nicht nur Berge, was wir haben, sondern Bergen. Meaning he is a mighty God. Das bedeutet, er ist ein mächtiger Gott. That's why we are so privileged that we have him. Deshalb wir sind so privilegiert, dass wir hier sind. Because whatever your situation right now, he is able to come and visit you. Und egal welche Situation du befindest, er ist fähig, dich zu besuchen. He can visit your house. Er kann dein Haus besuchen. And give you the breakthrough. Und dies ein Durchbruch zu geben. Because he is our way maker. Denn er ist unsere Wegbereiter. Miracle working God. Einer Wundertäter. Oh, I just love the Lord so much because indeed he is God. Oh, ich liebe Gott, weil er ist Gott. He is faithful in his promises. Amen. Er ist treu in seiner Versprechung. Last, when we were still in Vindenvig-Fontel, I think in October or November, Pastor Maxwell preached about the different kinds of offerings. Und der Pastor Maxwell hat, ich glaube, so im Oktober hat gepredigt, so unterschiedliche Opfergaben. About giving our tithes, giving our offering, giving our first fruits, and even giving to the to the poor people. Und das sind ja verschiedene Opfergaben, wie Zehntel, wie Opfergabe oder erste Frucht. Yeah, and when I heard this again about the first fruit, und als ich das gehört habe über diese erste Frucht, the desire is really in my heart. Die Verlangen ist richtig in mein Herzen. We did it before. Wir hatten das vorher auch gemacht. Yeah, and in fact, before it was really
hard for me to release all. Und eigentlich das war für mich nicht einfach, das alles so freizusetzen. Hey, you know, God brought us from glory to glory, right? Gott hat uns diese Herrlichkeit zu Herrlichkeit gebracht. Yeah, I remember that when one of our child we dedicate this child to the Lord. I don't want to mention, yeah. We dedicate to the Lord. Als wir einer von unseren Kindern sogar eingeweiht haben. And then we had a preacher. Und wir haben einen Prediger. And then this preacher stayed in a hotel. Und dieser Prediger bleibt in Hotel. And then after the dedication, Pastor Maxwell came to me and said that how much did we receive? As a gift for that child. Und der Pastor Maxwell hat mich gefragt, wie viel haben wir dann von diesem Einweihung gekriegt? So I told him the amount of money. Ich habe diesen Betrag genannt. And then he said that what is in my heart, all that we receive, we give to the pastor. Und amen. All, not 50, ja? You listen. Und not 50%, but all. Er hat gesagt, also mir, was du in dein Herz hast, gib alles. So that time I told him, what? Really shocked me, no? Because as a mother, I already have list what I need to buy. Pampers, milk, our food, I need to eat and it because I was nursing the child. So I have the list and I said, really? You want to give all the money to him? Und ich habe mich so erschrocken, weil als Mutter, ich habe so viele Liste dann, zum Beispiel Pampers oder Essen, aber der Pastor hat gesagt, du musst das alles geben. Then he told me that is in my heart, that the like direction in his heart, you know. And I said that, oh, really, God, it's okay, 50-50, it's okay for me, but 100%, it's so hard as a mother, and you see the situation. But I said, okay, he said that I need to pray, so I pray. Aber als Mutter ist das ja auch schwer für mich, diese 100% zu geben. Ich habe ja gedacht, ja, vielleicht so 50-50, okay, weil ich habe so viele Sachen zu kaufen. Aber der Pastor hat gesagt, bete dafür. Okay, so I prayed. So ich habe gebetet. And then I said, okay, we give all. Und dann ich habe gesagt, okay, dann geben wir alles. So the pastor came in our apartment. The pastor kam dann. I told him, I did not told him that I give all. I said, pray for God's blessing. Yeah. Ich habe ihm aber nicht gesagt, dass das da alles, also 100%, sondern bete für diesen Opfer. And then, so Pastor Maxwell escorted this pastor in the Flughafen, in the airport. Und dann Pastor ist ihn ja auch mit dem Pastor dann in den Flughafen gefahren. And then he came back with what I need. Und dann er ist zurückgekommen, was ich dann brauche. The milk, Pampers, food. Also Milch, Pampers und Essen. And said, oh, maybe you keep some money. Where did you get this money now? I said, no, how did you buy? And then he told me a testimony. Und dann ist gefragt, woher hast du den, wie kannst du das denn kaufen? Woher hast du das Geld? And then he said that, you remember, we add another day because of the storm. He cannot fly. So we already separate the money for one night in the hotel. Kannst du dich daran erinnern, weil er ist ja nicht geflogen wegen des Sturms und wir haben das Geld für eine Nacht zur Seite gelegt. So he said that when I pay this money for one night, they did not accept. He said, you can keep it. So ich hatte das vor, diese Nacht zu bezahlen, aber hat gesagt, nein, der ist dahin nicht geblieben, so du kannst das Geld behalten. Look what the Lord has done. See, was God is so mindful. Yeah, God is so. So God reminded me what happened many years ago, and it's the longing in my heart to give what I have. So I said, Lord, how can I give if I don't have even salary? Und das ist das, was ich manchmal denke. Wie kann ich dann geben, wenn ich keinen Lohn habe? That's why this is the Holy Spirit lead me this fundraising birthday celebration, and I promise to God that everything what I have, I'm going to give for the renovation project. Deshalb diese Spendensammlung hat mir der Geist geleitet, das alles zu geben. Amen. And look, we are not poor. We are so blessed by the Lord. Und wir sind nicht arm. Wir sind so gesegnet von Gott. Amen. So today, the exhortation that I want to give you, I title Generosity Honors God. Und der Titel meines Zehntelnoffergabe ist der Großzügigkeit
at God. Amen. Amen. Generosity honors God. Großzügigkeit ehrt Gott. Okay. In 2 Corinthians chapter 9 verse 13. In 2. Korinther Kapitel 9 Vers 13. In the New Living Translation it says, you will be glorifying God through your generous gifts. Your generosity will prove that you are obedient to the good news of Christ. Denn vor diesen treuen Dienst preisen sei Gott über eurem Gehorsam im Bekenntnis zum Evangelium Christi und über der Einfalt eurer Gemeinschaft mit ihnen und allem. You will be glorifying God through your generous gifts. Du wirst Gott verherrlichen durch eure Großzügigkeit. And through your generosity will prove that you are obedient to the good news of Christ. Und durch eure Großzügigkeit du wirst dann dass du gehorsam bist in diesem guten Nachricht. Do you know whatever you invested, even your time? Weißt du, was du investiert hast, auch deine Zeit? Your energy, dein Kraft, your money, dein Geld, shows that they are important to you. Zeigt, dass das wichtig für uns ist. Amen. Amen. Because you invested in the work, in his work. Weil wir investiert in sein Werk. And the more you invested in the work for God, your heart will draw more closer to him. Und mehr wir investiert in Werk Gottes, wir werden mehr nah zu Gott sein. You can give without loving. Du kannst geben ohne diese Liebe. But you cannot love without giving. Aber du kannst nicht lieben ohne zu geben. The more you love the Lord, you don't do like this, a stingy hand. The more you love the Lord, you don't withhold what you have. Je mehr du Gott liebst, du wirst nicht so kriegig sein. You are a generous giver if you love the Lord. Du bist ein großzügiger Geber, wenn du Gott liebst. Because you focus that he is your all in all. Denn du wirst fokussiert, dass Gott alles in allem ist. That he is your source. Dass ist die Quelle ist. The second verse in Proverbs chapter 21, 26. Die zweite Vers in Sprichwörter. It says, Kapitel 21, Vers 26. Some people are always greedy for more, but the godly love to give. Den ganzen Tag begehrt die Gier, aber die Gerechte gibt und versagt nicht. So the more godly you are, the more generous you are. Je mehr du gottlich bist, je mehr Großzügigkeit bist du. Vice versa, the more generous you are, the more godly you are. Und andersrum. Amen. Amen. So, again, I want to share with you the story of a father. Ich möchte euch eine Geschichte von einem Vater sagen. He took his son to McDonald's. Er nimmt seinen Sohn in McDonald's. And brought his son French fries. Und er hat, you know, Pommes. Er hat Pommes dann gekauft. So, while driving home, und while driving back home, während er nach Hause fuhr, so this French fries smell so good. Und diese Pommes riecht so gut. He said, I just reached over and took one of the French fries from my son. Und der Vater sagt, ich werde nach hinten beugen und ein Pommes dann holen. My little son said, Dad, you can't have any. These are my fries. Und der Junge sagt, nein, das ist alles meins, du bekommst nichts. So the father was so surprised of the reaction of the son. Und der Vater war überrascht nach seiner Reaktion. So he said, I have 3 points that I want to share. Ich habe 3 Punkte, das ich mit dir teilen möchte. First, I realized that my child have forgotten that I am the source of all fries. Der erste Punkt ist, Kind hat das vergessen, das ist die Quelle. He will have no fries if I did not brought him in McDonald's and bought the fries. Und er wird diese Pommes nicht haben, wenn ich das nicht gekauft habe. He will not have fries if we weren't from his father. Er wird diese Pommes nicht haben. So my child did not realize that I can take away the fries from him. Und mein Sohn hat nicht erkannt, dass ich kann die ganzen Pommes wegnehmen. Yeah, the child did not realize that, and
he did not even realize that I can buy a truckload of rice for him. Und dieses Kind hat nicht erkannt, dass er kann das wegnehmen und ich kann auch ja so eine ganze LKW Pommes kaufen kann. Meaning I am totally in charge and he was not. Und das heißt, ich kann das und er das nicht. The third point, it says, I realized I really didn't need his fries. Und der dritte Punkt ist, er hat auch nicht erkannt, dass ich diesen Pommes nicht brauche. If I really wanted, und wenn ich das möchte, then I can buy for myself. Und ich kann auch für mich selber kaufen. I have money. Ich habe Geld. But I want my son to learn unselfishness. Und ich möchte, dass mein Kind diesen Egoismus lernen. I want him to learn how to share. Ich möchte, dass er lernt, wie man teilt. So the same reasons God wants us to be. Und das ist das Gleiche, was Gott zu uns möchte. To become a generous giver. Ein großzügiger Geber zu werden. He is the source of everything what you have in your life. Er ist die Quelle von allem, was wir in unserem Leben haben. It's not so nice that when you don't have job, you prayed to God and you said, God, give me a job. Das ist auch nicht schön, wenn du sagst, wenn du keine Arbeit hast und bete dafür. And you promise, I want to give you my 10% because that is holy to you. Und ich verspreche, dass ihr diese Zehntel zu dir geben, weil das ist für dich heilig. But you know, you did not obey what you promised. Aber weißt du was? Du hast diese Versprechen nicht gehalten. Remember, you don't have if God has not given you. Denk daran, du hast nichts, wenn der Gott dir das nicht gibt. God has given you the ability to produce wealth. God hat diese Fähigkeit zu uns gegeben und einen Reichtum zu erwerben. I want you to realize again that everything what you have comes from the Lord. Es müsste, dass wir alle daran erinnern, dass wir alles haben von Gott kommt. That's why God wants us to have a humble heart. Das deshalb Gott möchte, dass wir diese Demut als Herz haben. When we humble ourselves to the Lord and you indeed you acknowledge that Lord you are my source. Then God will bring you to the next level. God will really promote you and keep you from your job. Wenn wir vor Gott Demut haben, Gott wird uns in der nächsten Ebene dann bringen. So honor him by giving the sacred portion. Also lass uns Gott ehren und diesem heiligen Teil Gott zu geben. Remember God said, test me. Denk daran, dass Gott sagt, prüf mich. This is the verse in Malachi that it only says, test me indeed. Das ist der einzige Vers in Malachi, sagt, prüf mich. If I will not open the floodgates in heaven, if you obey what I said. Das ist nicht dieses Schleuse im Himmel öffnete, wenn du mein Wort gehört. And he will rebuke the devourer on our behalf. Und wird er diese Böse zurückweisen. Really in our giving, this is one way that God can cover us. Das ist der einzige Weg, dass Gott durch unsere Geben tut. Yeah, we preach the word. Wir predigen dieses Wort. We're not just preaching the word, but personally, as your leader in this church, we give and give. We obey what is in the word. Wir predigen nicht nur das Wort, sondern wir gehorchen. Amen. So church, just be faithful. Also Gemeinde, sei bitte treu. Because you cannot outgive God. Denn du kannst Gott nicht genug geben. And you cannot be boastful that I give so much in your house, Lord. Und du kannst nicht so arrogant sein und sagen, ich gebe genug. Because God said, when you give, much more will you receive. Gott sagt, wenn du gibst, du wirst mehr empfangen. Amen. So praise the Lord, our church. We continue to really give because we really need your financial help. Wir weiterhin geben, weil wir eure Unterstützung brauchen. Amen. So, like the windows, they are already there. So Pastor Maxwell is going to give the update later. Also das Fenster ist schon da und Pastor wird weiterhin diese relevante Nachricht geben. So we encourage you to give generously. Und es ermutige euch, bitte gib großzügig. Amen. Okay, Amen. Let's worship the Lord with our offering. Lass uns Gott anbieten durch unsere Zehntel und Opfer. And your holy portion, your tithe. Und dein heiliger Teil. Okay, let us pray. Lass uns If you beten. Need an envelope, our ushers are there to give you.
envelope. Wenn ihr Umschlag brauche, unser Platzanweiser ist da. God bless you, I know. So God, you continue to bless the Lord with your offering. Gott segne euch. Amen. God loves a cheerful givers. God liebt ein freudiger Geber.